Moin, ihr kleinen Rosettenfurzer, und willkommen zurück zu einem weiteren Part von South Park, die rektakuläre Zerreißprobe. Ich war zuletzt hier in dem Haus drin und habe hier so ein bisschen geplündert, deswegen, wir gehen jetzt direkt raus. Wir werden nämlich heute versuchen, uns unserem nächsten Auftrag zu widmen, wenn ich nicht unterwegs die ganze Zeit von irgendwelchen Häusern, die ich untersuche, angehalten werde. Aber ich glaube, das ist gar nicht mal so schlecht, dass ich das mache. Super Cracks Festung der Einsamkeit. Er meldet sich nicht. Hoffentlich geht's ihm gut. Ja, ich werde schon gucken, dass ich herausfinde, was bei Super Craig abgeht. Erstmal gucken wir uns jetzt hier so ein bisschen um. Ach, guck mal. Nicht viele Nachrichten heute. Schätze, das wird eine ruhige Woche. Ja. Kann man auch hinter die Couch und so gehen. Interessanter Aufzug. Bist du so ein Ich-darf-alles-Kind? Wer weiß, wer weiß. Hier wohnt auf jeden Fall irgendeine komische Familie. Vor allen Dingen... Stellt euch mal vor, ihr sitzt zu Hause auf der Couch, guckt Fernsehen und es kommt einfach so ein fremdes Kind bei euch ins Haus und durchsucht einfach alles. Ich würde ausrasten. Der Duft von Minze überdeckt die meisten Gerüche. Also ich muss sagen, Minze und Beeren, das ist wirklich eine geschmacklich intensive und knusprige Mischung. Ja, okay. Ich versuche gerade aber Leute zu finden, die mit mir gerne ein Selfie machen wollen. Du anscheinend nicht. Dann gehen wir jetzt erstmal hoch hier. Also, zur Strafe dafür, dass du kein Selfie mit mir machen wolltest. Unerhört! Unerhört! Das ist die Strafe dafür gewesen. Hier liegt einfach ein Morgenstern. Lass mich in Ruhe, Spießer. Vergiss es, du Spießer. Verpiss dich! Hau ab! Bist du ein Spießer, rieche ich auf 100 Meter. Ich verweigere mich dem kapitalistischen Gesamtkonzept der sozialen Medien und deren Agenda. Bin ich jetzt immer ein Spießer? Diese Stadt geht in Arsch, es wird immer schlimmer. Deshalb versuchen wir es mit schwarzer Magie aus dem Internet. Aber Henriettas praller Bruder hat den heiligen Folianten für das Ritual gestohlen. Sieht also scheiße aus. Wenn du den Folianten findest, das wäre echt mega gothic von dir. Mal schauen, was ich hier so machen kann. Also die wollen so einen Folianten haben, also so ein Buch quasi. Müssen wir mal gucken, ob wir das irgendwie finden können, weil dann werden die wahrscheinlich mit mir alle Selfies machen. Mal gucken. Ich bin nicht so der Typ für Selfies. Ja, die machen die wahrscheinlich erst, wenn wir denen das Buch bringen. So, wir müssen mal eben kurz uns hier umschauen. Vielleicht finden wir hier irgendwo noch was. Sieht nicht so danach aus. Mal gucken. Können wir da oben... Nee, das Bild können wir auch nicht runterhauen, ne? Hier gibt's auch nichts. Ach, kann doch nicht wahr sein, ey. Ich finde hier gar nichts. Gehen wir mal hier lang. So. Schauen wir uns mal hier um. Ja, hier gibt es auf jeden Fall erstmal ein paar Sachen noch. Und dann werden wir natürlich wieder thronen, meine lieben Freunde. Geht wieder los. Druckaufbau, los geht's. Ja. Und wieder Druck aufbauen. Schön ordentlich. So. Eine schöne meisterhafte Wurst. Ja, sehr schön. Und, oh, wir sind eine Stufe aufgestiegen. Nächste Freischaltung, Artefaktplatz. Okay. Habe ich jetzt irgendwas... Ja, ich kann an meinem Charakterbogen was machen. Dein Charakterbogen zeigt deinen Fortschritt auf deinem Superheldenabenteuer an. Verdiene dir Titel, um deinen Charakterbogen weiter auszufüllen. Außerdem erhältst du dafür EP und der Kuhn legt dir eine Belohnung in die Spielzeugkiste in deinem Schlafzimmer. Ah, okay. Machtquelle Arsch. Ich liebe dieses Spiel einfach nur. Okay, hier bin ich schon auf Stufe 3 gemeistert, ja. Artefaktsammler, sammle 25 unterschiedliche Artefakte, ich habe erst 2. Benutze 12 unterschiedliche Toiletten und erreiche ihre höchste Meisterschaftsstufe. Ah, okay. Mobber-Matcher. Rätselmeister.
Meister, löse 20 Rätsel. Okay, klasse, bin ich Brutalist. Also ich denke, da wird noch mehr dazukommen. Dann warten wir mal ab. Geht's jetzt erstmal weiter hier im Geschehen. Ach, guck mal, hier ist auch noch ein Raum. Ah, mal gucken, was wir hier noch so finden. Da haben wir auf jeden Fall was. Guck mal da. Henriettas Buch, wichtiger Gegenstand. Wahrscheinlich kann ich den jetzt darüber bringen, den Foliant. Mit euch könnte ich den ganzen Tag... Du hast den heiligen Folianten gefunden? Leg ihn in den Zauberkreis. Jetzt die heiligen Kerzen anzünden. Heiligen Kerzen? Zündet man die denn an? Weiß nicht, wie man die anzündet. Was für ein Spießer. Sprüh deine Wichsbrühe oder so gefälligst woanders hin, Superheld. Sag, wenn du den Folianten hast. Wenn du den Folianten findest, das wäre echt mega gothic von dir. Mit welcher kommerziell ausgelutschten Superheldenbande identifizierst du dich? Ah, ich brauche eine neue Fähigkeit, um das Rätsel zu lösen. Stand oben jetzt gerade in der Ecke. Ja gut, dann müssen wir erstmal warten, bis ich das machen kann. Okay. Erstmal weiter hier. Was haben wir denn hier? Irgendwas leuchtet dahinter. Komm da nur nicht hin. Hier ist eine Tür. Hier gibt es aber nichts Interessantes. Da haben wir auf jeden Fall nochmal Schnee. Eine Tasche. Göttlicher Verstärkerrezept. Crafting. Verliert. Kostüme. Crafting, okay. Die Crafting-App ermöglicht es dir, verschiedene nützliche Dinge mit Hilfe von Rezepten herzustellen, die du auf deinem Abenteuer findest. Halte auf die Hirnwellenfrequenz deines Teams auf und erzeugt eine Hyperaktivitätsschleife. Okay, dafür brauche ich noch diesen Edgar's Glue, also so einen Kleber. Erforderlich Crafting 5. Kostüme habe ich auch noch hier, aber ich, ja, wollte ich gerne mal jetzt einsehen. Ah, okay, hier kann ich den umziehen quasi. Hier haben wir diesen Zauberhut, ja. Ah, okay, das ist so Assassin's Creed mäßig. Ja, aber leider kann ich das nicht anziehen, weil ich diese Clubmitgliedschaft noch nicht habe. Ich werde mal gucken, dass ich die zum nächsten Mal mache. Dann machen wir den so Assassin's Creed-mäßig. Ich glaube, dann sieht der ziemlich geil aus. Kann ich mir vorstellen zumindest. So, okay. Dann gehen wir jetzt mal hier ins Haus rein. Sei gegrüßt, Bürger. Ich bin es, Super Craig. Es tut mir leid, aber ich kann im Moment niemandem bei Problemen behilflich sein. Super Craig kann sein Meerschweinchen nicht finden. Sag dem Kuhn, dass ich erst wieder spielen komme, wenn ich Stripe gefunden habe. Er ist kein normales Meerschweinchen. Er gehört mir und meinem Ex-Freund. Ganz richtig, Super Craig ist schwul. Ich wette, Stripe ist wieder unten im Keller. Fangen wir im Keller an. Da habe ich ihn zuletzt gesehen. Ja, ich will nur kurz gucken, ob ich hier oben noch... Ach, guck mal da. Vielleicht hat er das Hundefutter unten gerochen. Trabalische Meerschweinchen... Erstmal will ich dein Haus durchsuchen. Burrito. Sehr gut, den nehmen wir natürlich auch direkt mit hier. Genauso wie den ganzen anderen Kram. Rezept für Wiederbelebungsserum. Okay. Jetzt vor allem einmal anfurzen. Ah, gucken, hier hinten haben wir auch noch ein bisschen Kram. Und ein bisschen Geld habe ich gefunden. Jetzt habe ich schon bald 2 Dollar. Das finde ich schon mal sehr gut. Hier kann ich nicht diesen Scanblick einsetzen. Das geht nicht. Irgendeine DVD und eine Luftpumpe. Mehr gibt es hier nicht, ne? Dann gehen wir jetzt hier rüber. Wieder mal ins Badezimmer. Ah, hier muss ich bestimmt auch wieder irgendeine Fähigkeit haben.
Oh Gott, jetzt habe ich gepennt hier. Sehr gut, ich glaube, ich habe das perfekt hinbekommen wieder. Ja. Kloherrscher. Aber so schwer ist es auch gar nicht. Muss ich ein Fuckboys draußen bleiben Schild an meine Tür hängen? Was willst du? Ich hab zu tun. Etwas Privatsphäre, bitte. Hör auf. Igitt. Ugh. Eklig. Ugh. Hör auf. Erstmal schön das Zimmer zugefurzt. Nee, das wollte ich nicht. Kleiner drin. Ja, komm, wir gehen runter in den Keller. Ach du je, wie sieht das denn hier aus? Ich warte bei der Treppe, damit er nicht entkommen kann. Du erledigst den Rest. Sei vorsichtig, das könnte die schwierigste Mission sein, die du bisher hattest. Schnellfrösche freigeschaltet. Oh cool, die könnten hilfreich sein. Gern geschehen. Hey, da ist er, in der Lüftung, ganz oben. Super. Jetzt? Soll ich jetzt am besten machen? Rückkicks um die Knallfrösche aufgesprungen. Ah, okay. Oh, fast. Mach's nochmal. Oh, das war's. Folge dem Meerschweinchen. Wow, du hast die Kiste zerlegt wie nichts. Wahnsinn. Mach dein Ding mit der Kiste. Na, komm da, ein Knallfrosch. Wow, scheiße. Wow. Dass du das gerade echt gemacht hast. Du bist gut. Schaff das Ding aus dem Weg. Wow, das sah ganz schön knifflig aus. Schalte seinen super empfindlichen Geruchssinn mit deinem Arsch aus. Ja, brillante Rettungsstripe. Auch dank Wunderarsch und seinem mega krassen Arschloch. Du hast es geschafft. Wenn du Hilfe brauchst, kannst du auf Super Craig zählen. Super Craig. Nice. Gott. Super. Dachte, da kriegen wir irgendwas Krasses. Ja, wer würde nicht gerne ein Selfie mit dem Craig aus Stahl machen? Sehr schön, das haben wir auch. Super Craig ohne Stripe ist wie Supergirl ohne Fahrrad. So. Wuhu! Der ist gelangweilt. Okay, bis später, Wunderarsch. Ja, mach's gut. Tschüssikowski. Psst, Neuer! Hey, bist du einer von Craigs Freunden? Suchst du nach Craig? Ich bin Kunstsammler, spezialisiert auf eine moderne und verstörende asiatische Kunstform namens Yaoi. Verrückt, oder? Aber gewisse Käufer zahlen Unmengen dafür. Falls du was findest, bring es mir. Ich belohne dich reichlich. Bring mir alle neuen Werke, die du findest. Okay. Ich finde 10 Yaoi in South Park. South Park, Entschuldigung. Wo die ersten hier ausrasten. Okay. Ja gut, ich weiß schon, was ich mache. Es gibt keinen besseren Partner. Stripe ist treu und Mr. French's Plan, egal, im Gegensatz zu jemand anderem. Alter, nerv nicht bei... Okay, wir müssen jetzt erstmal wieder hinten in diese Garage hier, genau. Ja, da gab's ja noch das hier.
Weiß nicht, ob ich da noch mehr drauf werfen soll. Das will nicht kaputt gehen, ne? Hey. Muss es irgendein Rätsel geben, habe ich das Gefühl. Oder ich muss... Nee, keine Ahnung. Naja, du hast den Rand des bekannten Universums erreicht. Dahinter liegen die Grenzen von Raum und Zeit. Okay, also weiter darf ich gar nicht gehen. Ja, da müssen wir mal gucken auf der Karte. So, wir haben jetzt ihn auf jeden Fall hier, Craigs Haus. Ja, da kann ich nicht hoch, weil da sind diese Sechstklässler. Da scheint irgendwas auch zu sein. Ah, hier habe ich aber noch einen Auftrag. Muss einmal ganz nach rechts gehen jetzt. Ja, da sind noch zwei Häuser, in denen ich anscheinend noch nicht war. Ah. Okay, dann gehen wir erstmal weiter. Gibt's auch nicht mehr zu entdecken für mich. Oh, warum? Stopp! Naja, stopp! Siehst du die ganzen roten Legos? Das ist Lava. Die ist absolut tödlich. Nicht berühren. Halt, das ist unlogisch. Wer tut da Lava hin? Nimm das, Kuhn, Freunde. Professor Chaos. Ganz recht, Kuhn. Ich habe in der ganzen Stadt strategisch Lava platziert. Ich kann es euch doch nicht so leicht machen. Was wäre die Welt ohne ein bisschen Chaos? Okay, ihr könnt abschalten. Um Chaos kümmern wir uns später. Wir haben andere Prioritäten. Kuhn, Ende. Okay. Lass das mal lieber und geh der Lava aus dem Weg. Ich weiß nämlich nicht, was es danach für Probleme gibt. Jetzt schau dir das an! Sechstklässler sind viel zu stark für dich. Geh einfach weiter. Schau sie nicht mal an. Hey, seht mal, da sind kleine Viertklässler. Wieso? Ich habe doch schon einen Sechstklässler fertig gemacht. Da werde ich es ja wohl mit denen auch aufnehmen können. Nee, der will kein Selfie machen. Guck mal, hier haben wir noch einen sehr schönen Lotto-Angebot-Schrott. Vergessen zu holen. Ah. Kann ich da oben jetzt mit den Knallfröschen? Benötigst eine neue Fähigkeit, um dieses Rätsel zu lösen. Okay. Kann ich also auch noch nicht machen. Wer macht denn so etwas? Das ist voll gemein. Ja, bevor ich mich um das Auto und so damit kümmere, ne? Oh. Stank, schaff deine Picherfreunde hier raus! Ich hoffe, du hast mir was mitgebracht, Billy. Ich brauche ein Gummi für mein Willi, Billy. Hast du ein Kondom? Vergiss es, Scheichhaufen. Dafür hast du viel zu wenig Follower. Mein Hashtag ist schließlich eine Marke. Die wollen keine Selfies mit mir machen, weil ich zu unbedeutend bin. Ja. Oh, was haben wir denn hier Feines? Ah, okay, nee, da ist nichts Interessantes bei. Gut, dann gehen wir jetzt erstmal hoch. Gucken uns mal hier um. Dann haben wir hier noch was. Charakterbogen von Toshet. Okay. Schalten, nee, hier. Da ist nichts Interessantes bei, ne? Nee. Ja, auch nicht. Gucken, ob wir hier irgendwas... Ah. Ja, aber das hat mir jetzt nicht viel gebracht, ne? Nee, das hat mir nicht viel gebracht. Oh, aber da haben wir noch eine Wand. Die kann man kaputt machen. Müssen wir gleich mal schauen. Teekörbchen, Kopfbedeckung. Ganz wichtig. Warte mal. Hab da auf dem Tisch was gesehen. Ist das so eine... Naja, so eine Statue ist das nicht, ne? Gucken hier. Der bringt auch nichts, okay.
Ja. Mir jetzt auch nichts gebracht, ne? Das mit dem Wasser. Vielleicht muss ich irgendwas im Bad machen oder so. Dann gucken wir uns mal hier um. Komisch, ein Mädchenzimmer. Konzertticket. Hier scheint auch nichts Interessantes zu sein. Ich glaube, da muss ich erstmal ein bisschen vorankommen und neue Fähigkeiten kriegen, bevor ich hier irgendwie groß was machen kann. Scheiß Autokorrektur! Ich hab Pisser getippt, nicht Pilzsuppe! Hey du, weißt du was darüber? Irgendwer zerkratzt nachts das Auto meiner Frau. Jede verdammte Nacht. Ich dachte, es wäre eins von euch Kids, aber hier. Komm mal her, schau dir das an. Wer auch immer das Auto zerkratzt, hinterlässt Nachrichten. Klingt irgendwie nach einem eifersüchtigen Liebhaber. So einfach vergisst du mich nicht. Ich dachte, wir hätten was Besonderes. Ich werde allen von dir erzählen, du Schlampe. Ich will den Scheiß nicht ständig rauspolieren. Wenn du heute Nacht den Kerl erwischst, der das Auto meiner Frau zerkratzt, folge ich dir auf Instagram. Glaub mir, du willst mich als Follower. Ich bin hier ein hohes Tier. Das geht hier vor sich, ey. Diese Stadt ist komplett außer Rand und Band, ey. Ja, da müssen wir mal gucken, dass wir den erwischen. Da stehen noch Amazon-Pakete. Gucken wir uns mal hier um. Nee, mehr haben wir hier nicht, ne? Hier nochmal umgucken. Nee, da ist aber auch nichts. Ich geh mal weiter. Ah, du hast also den Wolkenpalast erreicht. Das ist Humankinds Basis. Vielleicht ist er ja da. Hier oder was? Nee. Ja, bevor ich mit dem rede, erstmal hier alles schnell untersuchen. Vor allen Dingen die Küchen, die sind immer interessant. Die haben immer viel. Oh, hier geht's auch noch raus. Ja. Scheint aber nichts großartig zu sein. Oder? Ne, da ist nur so ein Busch. Aber in dem kriegen wir nichts. Gucken wir mal hier hinten. Ja, hier ist auch erstmal nichts. Ja, dann gehen wir jetzt erstmal wieder zurück. Dann sprechen wir mal mit dem. Und da kann ich auch nicht. Wer zur Hölle bist du? Ernsthaft? Ich schicke einen Notruf und du schickst einen neuen? Du bist so ein Arschloch-Kuhn. Tut mir leid, aber das hier ist für einen Anfänger eine Nummer zu groß. Es gab eine Anomalie im Universum. Ein anderes Ich, Humankind aus einem Paralleluniversum, ist hier aufgetaucht und macht alles kaputt. Er ist oben in meinem Zimmer. Nichts kann ihn aufhalten. Denkst du wirklich, nichts kann ihn aufhalten? Der andere Humankind ist direkt hinter dieser Tür. Ich kann natürlich nicht selbst gegen ihn kämpfen. Scheiß Paradoxon und so. Also musst du ihn ausschalten. Du musst ihm dermaßen in den Arsch treten, dass er sich verpisst in sein Universum an der Ostküste. Bereit? Schnapp ihn dir! Zoom! Oh hey, Kyle, ich bin wieder da! Humankind 2. Wen hast du da mitgebracht? Spielt er auch mit? Also, alternatives Ich, Zeit, dich in dein Universum zurückzujagen. Was, Kyle? Wir sind doch ein Team, oder? Ich bin nicht aus dem anderen Universum, wir sind super allerbeste Kumpels. Wie du siehst, rennt er hier rum und ruiniert den Ruf des Humankind. Er will mich vernichten und meine Kräfte schwächen. Nein, nein, ich bin nur 2 Wochen bei meinem Cousin und wollte Superhelden mit ihm spielen. Und Kyle fragt, okay, welcher Superheld willst du sein? Und ich sag, ich bin Humankind. Da sagt er, das geht nicht, ich bin Humankind. Ich sag, warum können wir nicht beide Humankind sein? Also bin ich zu Tante Sheila gegangen und hab gesagt, dass wir beide Humankind sein wollen. Und sie meint zu ihm, tu was er will, er ist unser Gast. Erinnerst du? Jetzt pass mal auf, alternatives Ich. Es ist Zeit, dass du lernst, dass Superheldenspiel echt wehtut. Los geht's, du musst jetzt mein anderes Ich vernichten. Oh Gott, wir müssen kämpfen. Genau, du willst spielen, dann aber nach meinen Regeln. Also gut, ich tue alles, um wie mein Cousin zu sein. Mach dich bereit, Schwächling. Oh je, es geht los. Ich hab nicht viel trainiert, wir spielen ohne Kontakt, oder?
Vollkontakt, kein Training. Oh, das geht nicht. Ich habe meine Knieschoner nicht dabei. Jetzt, schnapp ihn dir. Cousin Kyle, zusammen können wir ihn stoppen. Liebend gerne, aber die Regeln für Paralleluniversen verbieten es. Hey, Drachen gehen leicht kaputt. Oh je, so viele Entscheidungen in diesem Spiel. Wie wär's mit nicht mitspielen? Ach, ich hab vergessen zu drücken. Sei doch nicht albern. Leute, Pause, mir ist ganz schwindelig. Oh, bitte nicht. So, jetzt hast du kassiert, mein Freund. Okay, mein Innenohr hat sich beruhigt. Der letzte Treffer zählt nicht, oder? Ich mach den Schaden wieder rückgängig, ja? Was für ein Feigling! Universums-Bullshit. Junge! Auszeit, ich brauch mein Asthma-Spray. Cousin Kyle hat meine Auszeit ignoriert. Mein Asthma geht immer los, wenn ich mich anstrenge. Ich fände es viel fairer, wenn ich ein Schild hätte. Irgendetwas, wie diese Tora-Rolle. Die hat auch einen großen ideellen Wert. Alter, Humankind ist ein Alien. Das hat nichts mit dem Judentum zu tun. Und keine neuen Superkräfte mitten im Kampf. Die ist nicht neu. Die ist in meinem alternativen Universum konform. Phew. Was ist denn ein Drecksack? Cousin Kyle hat gerade Schutz eingesetzt, was du an der blauen Leiste über seiner Gesundheitsleiste erkennst. Schutz absorbiert allen Schaden, bis die Leiste aufgebraucht Vorsicht! Ist. Humankind aus dem alternativen Universum ist unberechenbar und gefährlich! Ich finde, ich sollte den nächsten Zug machen dürfen, weil der neue Freund bei meiner Auszeit nicht gewartet hat, also bin ich jetzt dran. Willst du mich verarschen, du schummelst? Das tut aber wirklich! Oder? Ich will niemanden schlimm verletzen! Oh mein Gott! Jetzt kommt meine super ultimative Kraft. Bereit? Bereit? Oh Gott. Okay, der Zaundrachen aus einem anderen Universum. Ja. Das Falkenauge-Maske. Ich habe einen Leistenbruch. Hast du genug alternatives Ich? Dieses Superheldenzeug tut echt weh. Ich gehe in mein Universum zurück. Was? Du haust ab? Wie schade. Ja, ich muss in mein Universum zurück. Mein Ohr ist von den 14 ganz wund. Ich muss unbedingt Salbe drauf schmieren. Wie kann ich dir nur danken? Melde dich einfach, wenn du mal Hilfe brauchst, okay? Verbündeten freigeschalten. Humankind. Sehr schön. Nein, ich wollte ihn nach. Okay, ja, zwei Helden, die abhängen. Fragen, genau. Wuhu! Sehr schön. So, jetzt haben wir das auch hier mit Kyle. Gut, hier ist nichts im Schrank. Was haben wir hier? Charakterbogen von Humankind. So, das haben wir auch. Gucken wir mal hier eben durch. Das Bild von Einstein kann man auch nicht runterschießen. Ja gut, dann gehen wir jetzt erstmal noch in die restlichen Räume vom Haus. Und untersuchen hier alles. Mann, hier haben wir auch noch ein bisschen was. Ach cool, der Was Kleine. Ist los, ey? Selfie machen? Ja, mit dem Kleinen, ey. Wuhu! Sehr wir gut. Haben ein Bild gemacht. Ich will auch mal, du darfst nicht. Sehr gut, wir haben jetzt schon mittlerweile sehr viele Selfies. Oh, da oben muss ich bestimmt Knallfrösche gegenschmeißen. Drogenfläschchen, wichtiger Gegenstand, okay. Influencer Level 2, ja, 6 von 10 habe ich. Mal gucken. Nee, da muss ich bestimmt eine andere Fähigkeit für haben dann. Oder man kommt da gar nicht hin. Das kann natürlich auch sein. Da ist auch nichts. Dann gehen wir jetzt hier auf die Toilette. Dann werden wir jetzt noch die Toilette heute hier meistern wieder. So. Und wieder aufpumpen hier. Sehr gut. Schöne Ding. So.
Sehr schön. Kloherrscher 2 von 12. Ja, Leute, da würde ich sagen, da sind wir perfekt am Ende angekommen für heute. Wir haben wieder einiges geschafft. Wenn es euch gefallen hat hier in der rektakulären Zerreißprobe, ihr Rosettenfürze, dann würde ich einfach mal sagen, könnt ihr natürlich gerne einen Like da lassen. Und wenn ihr in Zukunft nichts mehr verpassen wollt, gerne ein Abo und Feedback in den Kommentaren ist auch gern gewünscht. Wir sehen uns im nächsten Part wieder. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.